Warum nehmen wir jetzt so viel auf, liebe Leute? Ich bin sowieso erst leid, schon dass ich hier sein. Weil wir vor einer Crucial Phase stehen, in der es heißt, ey, pass mal auf, liebe Freunde, wir haben Dinge vor. Und diese Dinge lauten, wir wollen bald ins Paradies, ins Weltall. Dafür müssen wir Dinge vorbereiten. Okay, Sand. Okay, nice. Sand ist drin. Und mir geht es darum, weil das vielleicht auch wichtige Punkte sind, die ein oder andere von euch nicht kennt oder war auch. Warum Sand ist ein wichtiges Filtermaterial. Erde wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir haben jetzt hier, schaue ich mir so an, aber ich glaube, an Erde wird es nicht mangeln. Ich sehe sehr viel Schlamm und verschmutzte Erde, die könnte ich umwandeln. Aber Sand und Erde solltet ihr mitnehmen. Wenn ich mir das hier aber generell anschaue, was hier so liegt. Ich habe sehr viel Kobalterz, okay, das ist cool. Ich hatte Sedimentgestein, das geht noch so. Ich sehe ein bisschen Phosphorit. Darum Erde ganz wenig, aber ich habe halt verschmutzte Erde. Darum habe ich aber schon Sand mitgenommen, weil ich dachte so, ich sehe keinen direkten Sand. So, ich sollte mir Baumaterial mitnehmen. In dem Fall werde ich mir mit der höchsten Wahrscheinlichkeit jetzt einfach mal mit hinnehmen und sagen, ey, pass mal auf, wir nehmen jetzt hier, Rohmaterial, Magnetit, da, 20 Tonnen Magnetit mit, damit wir überhaupt erstmal irgendwas aufbauen. Oh, ich glaube, das ist mein Fehler. Ich wollte hier Aluminium mitnehmen und kein Eisen. Das Eisen wollte ich zu Hause behalten und hier wollte ich das Aluminium mitnehmen. Wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. Mir holt wahrscheinlich gleich einer das Eisen ab. Die, ich habe nur eine Maske, die sie mal ein- und abholen. Dementsprechend nach. Kann das ein bisschen dauern. So, da wird Magnetit auf jeden Fall reichlich geliefert. Schauen wir mal, Aluminium. Stahl bin ich auf jeden Fall gut dabei. 9,5 Tonnen. Hier liegt kein Ei, das ist für mich das Wichtige. Ich check mal nicht, dass hier irgendwie noch ein Blödsinn bei meinem globalen Aufräumbefehl entstanden ist. So wie hier. Das passiert mich zwischendurch. Ich stehe nämlich 200 Leute und räume die ganze Zeit dieselben Scheiß ein. Kupfer, aber hallo, werde ich hier Kupfer, meine Freunde. Wir räumen auf. Aber das ist ja nur Zweck der Sache. Auch hier Wasser at its best. Hier wird Sauerstoff verarbeitet. Schon überlegen, ob ich hier unten den Druck ein bisschen abbauen sollte. Ich glaube, da sind Oxalit-Sachen mit dabei. Irgendwas ist hier bei. Oh, das ist verschmutzte Erde, aber ich bin auch sicher, dass eins auch sehr schön, wie das verschmutzte Wasser einfach mal sich umwandelt in andere Dinge. Aber ja, macht mal. So, Wasser ist fast raus. Meine Paku-Farm hat da oben die ersten Paku-Eier. Oh, guck mal hier, Paku-Eier ohne Ende. Am Ausbrüten, als gäbe es keinen Morgen. Ich glaube, hier tun sie ein bisschen schneller brüten, oder? 16%, genau. Oh, top. Okay, dann wird die Paku-Farm bald laufen. Da kommt das nächste Paku-Ei. Sehr schön. Die werden hier übrigens reihenweise sterben. Das ist auch okay. Da werde ich mir nachher noch ein Küchenmobil für bauen. Aber immer wenn jetzt die Pakus hier schlüpfen, werden die da reinspringen. Wenn sie hier nicht benutzt werden, werden sie reinspringen. Paku Farm läuft, das heißt, hier gibt es gleich hochwertige Nahrung. Das heißt, hier kann ich bald von den Holzmehlwürmern runter. Und sobald ich die alle 8 anhabe, werde ich hier oben das Ding abreißen und nicht mehr benötigen. Ich glaube auch, dass ich mittlerweile genug Schilf habe. Ich glaube gar nicht, dass ich so viel brauche. Wie sieht das denn schmutzwassertechnisch aus? Ja, okay, ist alles in einen Kanister, passt. Sobald der unter 50% ist, zieht er sowieso das Ding leer auf die Hälfte. Hier Schleim, ja, holt euch den Schleim und Co., das ist okay. Frage, wie sieht es hier aus? Kunststoffmonoxid, wir brauchen hier noch eine Pumpe. Irgendwo muss das ja raus. Habe ich Plastik? Habe ich, okay. Pump raus den Shit. Bin ich gerade überlegen, ob ich mir erst das Vakuumpumpe so. Der muss, glaube ich, zerlegt werden, damit ich den anderen da mir reinstellen kann. So, schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie wir das wollen. Hier gibt es auch noch was zum Aufräumen. Das können die Jungs sich alle einmal holen. Öl, Petroleum sieht gut aus. Ihr seht hier, Petroleum hält das Level. Ich kriege noch einen leichten Verlust, das dauert ewig. Im Moment ist das hier eine tiefenentspannte Kolonie, die funktioniert und sich langsam mal vorbereitet nachher. Also ich werde hier mir wahrscheinlich irgendwie eine Automatik nachhinbauen, um die Ressourcen, die von der... vom Weltall runterkommen, abzugreifen. Irgendwie so etwas werde ich mir da basteln. Mal schauen. Hab noch keinen Nenner, aber irgendwas wird da gemacht.
Die Wände lasse ich erstmal. Ich wüsste noch nicht, was ich dagegen tun sollte. Hier bin ich noch unschlüssig. Ich glaube, hier will ich die Tür einfach aussetzen. Also hier mache ich jetzt gerade dicht, dann setze ich die Tür aus, gehe ich rein, tausche die Tür aus und mache hier oben doppelten. You know what? Fuck it. Mach die Tür nachher einfach auf und mach dann jetzt eine doppelte Leitung rein. Können sie einmal abreißen. Ja. Mache jetzt hier das Ding von oben dicht zweifach und dann kann ich dann nachher von oben ohne Probleme rein. Ich sehe da gar kein Problem drin. Denk mir da gerade viel zu komplexe Dinge aus, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Sly macht wieder unnötige Dinge. Hier läuft auch gerade die ganze Zeit der Sauerstoff. Aber ich glaube, wir sind auch best verteilt. Also ich krieg meine zwei Planeten ohne Probleme. Gut verteilt. Auftrag ist gegeben. Woran mangelt es? Es ist Nacht. Okay, Klassiker. Na, wie weit sind wir? Ich sehe hier einen Jungpaku. Das heißt, hier müsste ich eigentlich gleich einmal kommen und den holen. Ich glaube, die kriegen auch eine 6. Die sind so selten, dass ich die ohne Problem mit einer 6 auf jeden Fall nehmen kann. Okay, und warum geht er jetzt nicht raus? Ganz einfach, weil in jedem einer drin ist. Der bleibt jetzt da so lange drin, ihr seht das hier, bis einer, entweder A, der Paco, der hier drin ist, stirbt. Aber der hat noch 5 Jahre. Das heißt, der wird irgendwann ein junger Paku, so wie er jetzt auch ist. Und wenn der dann von jungen Paku groß wird, also die Zähne hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade erwische. Ist gerade ein bisschen schwierig. Dann wird der groß. Und dann hüpft er hier ganz alleine seinen Weg rüber. Das ist eigentlich super praktisch. So, das heißt also, die Paku-Anlage läuft. Und hier drinne sind einfach alles außer Paku-Eier. Ich müsste eigentlich nur aufklicken auf alles außer aufräumen. Nur beim Aufräumen habe ich, gut. Weil dann kann ich mich zwischendurch den Befehl geben, hey, hier einmal rein, aufräumen, dann räumen. Weil hier landen halt auch andere Ressourcen. Verschmutzte Erde, weiß ja geil was. Die Paku-Eier schmeißen sie da oben rein. Alles gut. Eigentlich müsste ich hier keine Eier mehr aussuchen, weil... Ah, sehr gut. Hier werden wir auch so langsam fertig. So, das wird einmal manuell aufgeräumt. Zum aufgesaugt. So. Und hier haben wir jetzt eine Klassiker-Pipeline. Die kann ich jetzt wieder wegmachen. So, da können sie einmal im großen Stil dekonstrukten. Dann haben wir da nämlich Ruhe, da kann ich gleich nochmal einen großen Gesamtabräumbefehl geben. Sehr schön. Großer Fan von, räum mal bitte auf. So, wichtig ist halt, wie gesagt, dass wir die kleinen entscheidenden Sachen wie Eis und so weiter nicht erwischen. So, dann können wir das nämlich jetzt erstmal aufräumen. Mein Wasser ist soweit erledigt. Hier kann ich jetzt den Befehl geben und den ganzen Kram, den ich hier in den Seiten habe, einmal aufräumen. Strom. Sehr schön. Braucht auch keiner. Und hier muss nur das Gebäude weg. Zack. Haben wir da Ruhe. Und es wird einmal aufgeräumt. Was ist der Vorteil da drin? Naja, eigentlich der Sauerstoff, der sich jetzt hier wieder oben weiter verteilen kann. Hier ist 2-4. Ich müsste vielleicht doch einmal auf den Hochdruck austauschen. Ich glaube, das ist fast das Sinnvollste. Ich glaube, mit normalen komme ich hier nicht gegen an. Ich kann hier auf jeden Fall mehr CO2 lagern. Ich glaube, Wühlfruchtkonserve. Doch, die wird schlecht. Apropos, die wird schlecht. Kühlschrank.
Relativ simpel. Der Kühlschrank wird genauso wie hier einmal fast 1:1 kopiert. Warum? Zeige ich euch gleich nochmal. Kühlschrank, zack. Der kriegt auch mal direkt einen neuen. Ich will frittierten Matsch. Ich will Hexadenfrucht. Ich will Nährstoffriegel, Schmutzwurzel. Also alles, was irgendwie nicht schlecht werden kann. So, jetzt haben wir hier Magmetit drin. 20 Tonnen. Das ist nice. Mache ich gleich nochmal. Es geht raus. Ruhig 40 Tonnen Baumaterial. Es schadet nichts, auf einem Planeten mehr mitzuhaben. Und da sehen wir die nächste Problematik. Wir müssen das anscheinend zweimal machen. Ich habe hier Magmetit liegen und stattdessen, dass wir was Neues holen, nehmen sie das, was da liegt. Yay, toll. Ich will aber 40 Tonnen Magmetit mit haben und nicht die 20 von links nach rechts schaufeln. Heißt, okay, darum habe ich zwei Container. Ich kenne das Spielchen, sollen sie mir also mitmachen. Gut, dann fliegt Magmetit raus. Oxolit muss ich mitnehmen. Nahrung. Tja, well, das wird ein bisschen lustiger. Frittierter Matsch wird übrigens schlecht. Aber es ist immerhin besser als gar nichts. Ich brauche halt nur erstmal einen Ansatz an Nahrungsquellen. Potter, ich habe gleich Fisch. Das können wir also mitnehmen. Wir haben jetzt hier wirklich keine Luxuskoje. Und alles, was meine Jungs tun, ist nachher hier... Magmetit raus, Magmetit raus. So. Was können wir noch mitnehmen? Erze. Auf jeden Fall. Wir müssen Oxalit mitnehmen. Alles nehmen wir mit. Wir brauchen erstmal Sauerstoff. Ist ein bisschen Pain in the Butt, aber... Ihr werdet jetzt sehen, dass jetzt hier nach und nach Sauerstoff austritt. Das ist so gewollt. Ich muss diesen Raum irgendwie unter Sauerstoff kriegen. Also werde ich jetzt alles an Oxolit, was ich habe, da erstmal reinsetzen. Damit der Raum sich mit Sauerstoff befüllt. CO2 puste ich, sauge ich mir nachher ein bisschen raus. Nicht viel, aber ich warte, bis hier unten sowas ist. Und dann... Oxolit dürfte auch aktuell gerade... Ah, das braucht ein bisschen. Bis der Druck aufgebaut wird, aber das passiert gleich nach und nach. Das wird nachher nur ein kleines Fältchen sein. Also relativ tiefenentspannt. Der Kollege, ihr seht, der hat schon was. Da fährt gerade ein bisschen Kohlenstoffdioxid im Kreis. Das ist aber auch Sinn und Zweck der Sache. Das darf er ruhig. So, wenn da Oxalit kommt, was brauche ich denn noch? Samen halte ich tatsächlich gar nicht für so schlecht. Vielleicht nicht die volle Breitseite, aber... Erstmal ein bisschen Mehlholz und dann machen wir mal ruhig die erste Tour. Warten wir, bis die erste kommt und dann droppen wir es. Meistens reicht so ein Satz aus. Drei Stück ist ein bisschen wenig. Obwohl, 5 Kilo. Ah, komm. Zwei. Ein weiterer? Komm. So 10 hätte ich gerne. Ah, 15 eigentlich, muss ich sagen. Ich brauche 15, damit ich genau erstmal meine Leute versorgt kriege. 5 pro Duplikant. 10, komm, 5 Stück noch. Sehr schön, dass Oxolit immer nach und nach reinkommt. Ich weiß auch, woher das Oxolit kommt. Ich habe ein paar Puffs, die mir verschmutzten Sauerstoff umwandeln in Schleim und Co. Da wird da bestimmt mittlerweile so ein kleiner Oxolit-Puff mit dabei sein. Schauen wir mal gerade. Nee, Puffprinz, okay. Die hier tun nämlich den ganzen Kram am Umwandeln. Sehr nett von denen. Aber anscheinend habe ich tatsächlich keinen mehr. Dafür läuft hier meine Umwandlung relativ gut. So, haben wir jetzt hier das abgerissen? Haben wir, sehr schön. Ist das Uranerz? Nice, ich baue meine Lüftung aus Uranerz. Lohnt sich. Warte, dann bauen wir die nächste auch aus Uranerz, aber... Angereichert so, habe ich nicht genug. Na komm, nehmen wir Kupfer. Dann blasen wir hier bewusst ein bisschen CO2 mehr rein. Ich habe schon versucht, hier ein bisschen mehr reinzulassen. Dann pumpen wir nämlich jetzt hier mit Hochdruck ein bisschen CO2 rein. Da haben die Jungs ein bisschen was zu tun, gerade hier hinten. Ich glaube, das sollte nicht das Problem sein. Plus, dass ich ja... nochmal hinten genug CO2 habe, den ich einfach... Das ist einfach gratis Sauerstoff. Spart mir Wasser... Nicht, dass ich daran Mangel habe. Aber hey, was hat man hat? Das ist einfach. Hier könnte ich nachher auch noch einen Puff irgendwann hinsetzen. Aber ja. So, wie sieht's aus? Eisen, komm. You know what? 50. Und wie sieht's hier aus? Ich brauche sowieso Stahl. 50. Habe ich genug für jeden Kohlenstoff? Kalk? Ja, ist alles da, ist da. Hau rein.
Aber wo Kalk? Was macht der hier eigentlich? Zu Kalk, zu Kalk, zu Kalk, Fossil zu Kalk. Läuft. Der ist voll dabei. Okay. Also auch wichtig, die Eierschalen. Darum greife ich die auch mal mit ab. Das ist auch das Vorteil am Bebrüten. Da geht mir keiner auf. Guck mal, hier haben wir jetzt alle im Anschlag. Hier drinne haben wir Sterbe. Nahrungstechnisch sind bisher nur eingelegte Mahlzeiten, aber die müssten sich dann gleich irgendwann ergänzen, sobald die ersten Fische sterben. Weil Sinn und Zweck ist, dass die hier unten nur Eier legen. Diese ganzen Eier werden aufgesaugt, landen hier oben drinne. Das Ding ist permanent überfüllt. Die sind unglücklich. Ein Ei wird immer genommen, nachzuschieben, und die sterben hier. Und das Fleisch ist dann nachher, je mehr es wird, kommt dann immer eine stärkere Kette an Fleisch zusammen. Und dann habe ich meine Ruhe. Das heißt, ich habe dann jede Menge Fisch. Und das ist der Plan. So, hier sieht es auch schon besser aus, wenn ich hier mit CO2 reinballer. Boah, im Großen und Ganzen fühlt sich das gerade sehr gut an. Oxalit, haben wir genug Sauerstoff hier drin? Trau mich noch nicht ganz, aber ja, bitte. Also an und für sich könnten wir es auch erstmal so machen. Was vielleicht erstmal sinnvoll ist, damit der Kühlschrank erstmal nicht befeuert wird, sondern die Batterie. Und dann trennen wir den Kollegen hier oben. Plus das eine Stück. Ich glaube, das ist sinnvoller. Aber dann habe ich jetzt erstmal Zeit, dass die Batterie... Wir werden jetzt die Batterie erstmal voll machen. Und sobald die ein bisschen Solarpower hat, schicken wir den Kollegen dran. Aber wie ich sehe, haben wir mittlerweile... Oh, wir haben mehr Sauerstoff im Kreislauf als erwartet schon. Das ist natürlich nicht das, was ich will. Habe ich einen Plumber? Da. Weiß gar nicht, ob der immer jetzt nur noch das eine Stück oder mehrere Stücke abfängt. Ich bin nicht sicher. Der fängt mehrere Stücke ab, ne? Hallo Flanke. Gut, ne? Aber so kann man auch einfach mal die Rohrleitung wieder sich sicher machen. Ihr seht das hier. CO2 ist jetzt einfach in so einem Ding. Ist auch eine Möglichkeit. Hauptsache, man tut das irgendwie wieder zusammen kann. Wie ich das mache, ist ja im ersten Moment egal. Ihr seht hier, und die Batterie hemselt sich vor sich hin. No, jetzt kommt einer und macht mir permanent das Rohr leer. So, hier ist jetzt nur einer drinne. Hier habe ich jetzt irgendwo Sauerstoff. Den kann ich übrigens entleeren hier drinne. Das CO2. Das ist auch fun. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nicht ein Gasflaschenentleerer. Fällt mir mal gerade ein. Ich habe keinen Kanisterentleerer. In der ganzen Zeit nicht einen einzigen gebaut. Auch funny. Oh, why not? Oh, ich habe schon wieder eine Blaupause. Ja, nice. Kupfer. Immer her damit. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Habe ich zu wenig von. Ja, hier kann übrigens zu. Das ist der Bereich, wo bis hierhin aufstocken kann. Damit die das hier noch mitbekommen. Genau. So, hier produzieren wir dann auch jede Menge Eierschalen. Das heißt, der Kalk ist uns gesichert. Ja, und hier seht ihr, ist einer schon ausgetauscht worden. Der kann auch nicht mehr allzu lange halten. Alter 25, Reproduktion, man sieht das ein bisschen. Das sind auch die Kalorien. 400. War zerquetschte. Oh, ist okay. Sehr gut. Sieht erstmal so aus, als würde gerade alles halbwegs so funktionieren, wie ich es möchte. Und das ist doch ein Fortschritt. So, mein Raumschiff. Was haben wir hier drin? Oxalit? Check. Mehlholzsamen. 34 Stück, check. Brauche ich noch was?
Oh, ein paar schicke Anzüge. Warum? Hier trage ich keine schicken Anzüge. Hier trage ich normaler, also die Pyjama-Dinger. Dann könntest du mir ein paar schicke Anzüge für die neue Welt mitgeben. Mehr als 3 brauche ich nicht, weil das bringt echt was. Atemschutzanzüge würde ich jetzt nicht mitmachen. Die könnte ich mir notfalls immer noch rüberschicken. Okay. So. Landwirtschaft. Dünger. Nee, Metallerz. Habe ich auch. Erde habe ich da drin gesehen. Können wir trotzdem einmal anklicken. Nur für alle Fälle. Veredelte Metalle. Samen haben wir. Rohmaterialien organisch. Schlammeigen, verschmutzte Erde, Samen, Story-Mission. Ich glaube, wir sind relativ gut jetzt ausgestattet. Das Einzige, woran es fehlt, ist Essen. Was haben wir hier? 10 Tonnen Erde. Sollte auch reichen. Okay. Was ich jetzt nochmal machen werde, ist, glaube ich, nochmal sicherzustellen. Wir haben zwar 40 Tonnen Magmatit, aber wir werden... Oxalith, okay. Oxalith könnt ihr mir jederzeit bringen. Wir werden jetzt hier noch... Ich glaube, Granit mitnehmen. Sicher ist sicher. Mit Granit habe ich dann auch noch genug Materien. Der ganze Raum wird nachher abgerissen, das ist sowieso, steht außer Frage. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir wollen. Und dann können wir nämlich nächstes Mal soweit alles vorbereiten, dass wir... Na, guck mal, hier ist leer. Seht ihr? Jetzt sehen wir, die 4 Türen sind offen, das sind die ersten 4. Obwohl, funnigerweise. Warum wurde der Paco denn nicht? Ah. Oh, okay. Interessant. Kann den jetzt keiner nehmen? Ich verlagere den, habe ich ja wenig Probleme mit, aber... Eigentlich sollte ja hier mal ein Paco oder ein Paco-Ei rein. Nur mal, wenn der Jungfisch raus ist, dann schnappt den sich einer. 80%. Boah, ist okay. Das ist okay, kann ich mitleben. Wichtig ist ja, dass hier genug Pacos drin sind. Die verschmutzte Erde ist immer ganz nice. Also ich werde hier nachher alles einstellen, außer Paco-Eier. Das ist ein Greifer, der dann nachher alles rauszieht. Das geht dann nachher in die Küche. Na doch. So, eigentlich alles, was beim Aufräumen drauf geht. So, alles, was beim Aufräumen drauf geht. Was haben wir hier? Wir haben Kohlenstoffdioxid. Das können wir nicht entleeren, aber das können wir aufräumen. Das können rausgenommen werden. Gastechnisch haben wir hier genug Sauerstoff. Ist hier kein Problem. Wenn ich hier nochmal ein bisschen was rausholen muss, CO2, kann ich das rauspumpen, bleibt im Kreislauf und ich ziehe es mir auf den Boden. Das ist also auch vollkommen okay. Die Pumpen sind gut. Das heißt, wir können uns gleich wahrscheinlich 3 Duplikanten resetten für den nächsten Run, die wir dann uns passend rüber schicken. Oh, das wäre auch ein Pain in the Butt. Eigentlich müsste ich auch meine Jeffreys-Röhre sinnvoll bauen. Ne? Bin ich auch noch nicht so... Ich glaube, das können wir jetzt schon mal mit angehen. Die Folge ist vorbei, ne? Ja, genau das machen wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann schicken wir die Leute los. Ich glaube, ich nehme mir die Zeit und schicke dann die Leute passend los. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly.